Die Awardsaison ist beendet, gemeinsame Red Carpet Auftritte gibt's nicht mehr. Doch die Co-Stars Lady Gaga, 32, und Bradley Cooper, 44, treffen sich weiterhin und okay? Weiß, wo? Ja, ich bin schwanger, haute Lady Gaga vergangene Woche via Twitter raus. Mein Baby ist mein sechstes Album. Ach so? Viele hatten schon über ein Kind von Bradley Cooper spekuliert, schließlich sind die beiden so heiß aufeinander, dass sie zuletzt sogar dreist vor den Augen von Bradleys Freundin Irina Shayk, 33, flirteten. Spielte die Musikerin das Techtelmechtel letzte Woche in einem Interview herunter. Dieses Anwesen steht jetzt zum Verkauf, dabei hatte es die Musikerin erst im September 2014 gekauft. Zuletzt wohnte auch ihr Ex-Verlobter Christian Kerinel, 50, hier, von dem sie sich im Februar getrennt hat. Um frei für Bradley zu sein. Angeblich steckt der Kinostar auch hinter ihren Umzugsplänen. Verrät ein Insider. Es heißt, Gaga sei an Britney Spears, ehemaligem Zuhause im abgelegenen Thousand Oaks interessiert. Kostenpunkt, 13 Millionen Dollar für die Villa plus Pförtner Service, so viel ist ihr die Privatsphäre wert. Denn dass Britney sie regelmäßig besuchen kommt, soll, noch, keiner wissen. Text, Michael Roden.